Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Große Aufmerksamkeit für die Feuerwehr in Völkermarkt. Ein Imagefilm über die Freiwilligen löst weltweite Begeisterung aus. Die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt ist auf dem Weg, weltberühmt zu werden. Und das ist nicht einmal übertrieben. Zwei Schülerinnen der Handelsakademie haben nämlich als Matura-Projekt einen Film über die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt gedreht. Das Video wurde ins weltweite Netz gestellt und ist ein Hit auf YouTube und auch auf Facebook. Eine 500.000 Menschen haben den Clip bereits gesehen. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Es sollte eine fröhliche Geburtstagsparty werden, doch dann kommt alles anders. Einsatz! Einsatz! Der Imagefilm der Feuerwehr Völkermarkt soll zeigen, wie nahe Freizeitspaß und Ernstfall nebeneinander liegen. Produziert wurde er von diesen zwei Schülerinnen der HAK Völkermarkt, Maja Gajic und Julia Katz. Los! Mehrere Wochen haben sie an diesem Clip geplant, gedreht und geschnitten. Wir haben immer wieder Rücksprachen mit dem Kommandanten der Feuerwehr halten müssen. Und der hat uns gesagt, eben das Video muss actionreich sein und gleichzeitig zeigen, dass eben die Feuerwehr eine sehr ernste Aufgabe hat. Und das Video sollte eben trotzdem lustig sein, zeigen, dass die Feuerwehr Spaß hat, gemeinsam. Und ich denke, wir haben diese Aufgabe eigentlich sehr gut umgesetzt. So gut, dass Feuerwehren auf der ganzen Welt auf das Video aufmerksam wurden. Ja, mittlerweile sind es fast 600.000 Zugriffe auf dieses Video und es schreiben wirklich, also von Südamerika bis über die Philippinen, weltweit kommen immer wieder Nachrichten, die uns zu diesem Film wirklich gratulieren. Ich denke mal, so einen Imagefilm macht man wirklich dafür, dass man die Arbeit der Freiwilligen honoriert und das auch der Bevölkerung näher bringt, was die eigentlich leisten. Nach mehreren Drehtagen musste der Film im Schnitt zusammengesetzt werden. Wir haben zuerst das Material gesichtet, dann haben wir einen Rohschnitt erstellt, dann haben wir eine Rücksprache gehalten mit unserem Projektbetreuer und er hat uns dann gesagt, dass wir verbessern sollten, dann haben wir den Feinschnitt gemacht und dann schlussendlich nachher noch ein paar Feinschliffe mit dem Betreuer zusammen. Kameratechnisch unterstützt wurden die beiden Schülerinnen von ihrem Lehrer und Projektbetreuer. Ja, die Herausforderung war natürlich einmal das Organisatorische und vor allem Medientechnische. Aufgrund der Größenordnung, weil es ja doch was Komplexeres ist, mit vielen Kameraden, Feuerwehrkameraden zu arbeiten, habe ich mich auch bereit erklärt, als Kameramann Unterstützung zu bieten. Aber ich muss die Gruppe wirklich, das Team wirklich loben. Sie haben von der Planung bis zum Schnitt sonst alles selbst gemacht. Dass dieser Film so bekannt wird, damit hat niemand gerechnet. Ich habe gedacht, den schauen sich die Feuerwehrleute an und ein paar Familienmitglieder und Freunde. Also ich hätte nie gedacht, dass das so viele Menschen, dass der Film so vielen Menschen gefallen wird. Lass das einmal schmecken. Mahlzeit. 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 Mahlzeit.